0,3 Sekunden von 0 auf 100, 14 Sekunden auf 200. Das klingt nach Werkstuning von AMG. Zum 40. Geburtstag spendiert AMG einen echten Leckerbissen, den CLK 63 AMG Black Series. Auf der kalifornischen Rennstrecke Willow Springs tobt sich der Benzo richtig aus. Für AMG-Chef Volker Morn hinweg kein Wunder. Gut, dieses Fahrzeug Black Series zeichnet natürlich aus, dass es wirklich für die Rennstrecke gemacht ist, dass wir dort Wert gelegt haben, von der ganzen Fahrdynamik her, vom Handling her, wirklich Spaß und Freude zu bringen für unsere Kunden, die gern auf der Rennstrecke fahren. Das ist sicher etwas, was dieses Fahrzeug explizit auszeichnet. Schon im Stand wirkt der CLK pfeilschnell und strotzt nur so vor Kraft. Mit breiten Kotflügeln und einer dicken Lippe. Formel-1-Fans kommt die Optik sicher bekannt vor. Die Gene des Black Series stammen vom aktuellen Formel 1 Safety Car. Die Leuchtenbrücke weg und schon schnuppert jeder, der es sich leisten kann, ein bisschen Rennsportluft. Inklusive Kohlefaserdiffusor, der optisch zu den vier dicken Endrohren passt. Innen überall Wildleder, Velour und Carbon. Schalensitze klemmen Fahrer und Beifahrer fest wie Schraubstöcke. Die Siebengang-Automatik kann der Fahrer manuell steuern, per Schaltpedal am Lenkrad oder mit einem kleinen Schaltstick in der Mittelkonsole. Ihrem Namen Speedshift macht sie dabei alle Ehre. Tacho bis 320 ist kaum übertrieben. Der CLK schafft echte 300 km/h. Wie das Original Safety Car ist der Black Series ein reiner Zweisitzer. V8, 507 PS, 630 Newtonmeter. Wie bei AMG üblich, von Hand zusammengeschraubt, wie der Name auf der Plakette beweist. Seit 1988 sind Mercedes und AMG offizielle Partner in der DTM. Die Erfahrungen aus dieser Rennserie fließen natürlich in die Serienmodelle ein. Erster Höhepunkt: 1989 ist AMG das erfolgreichste Team. 1992 wird Klaus Ludwig Meister. Weitere 6 DTM-Fahrertitel folgen. Erfahrungen im Motorsport sind entscheidend für den Erfolg der Werkstuner aus Affalterbach. Wir kommen vom Rennsport, wir sagen, we are born on the racetrack. Und dies gilt es natürlich auch in der Zukunft, dort weiter zu leben. Denn unsere Kunden schätzen es auch, wenn sie dann am Wochenende quasi dort uns beispielhaft auf der DTM dann erleben und wir dort erfolgreich unterwegs sind. Überhaupt gar keine Frage. Wir bekommen da sehr, sehr positives Feedback. Und man sieht uns ja auch in der Formel 1. Wenn dort eine Situation eintritt, dann fahren dort unsere Fahrzeuge vorneweg und alle Formel 1-Wagen fahren dann gezielt dann hinterher. Hinterherfahren werden auch die meisten anderen Autofahrer, wenn sie einen CLK Black Series auf der Straße sehen. Unbändige Kraft, ultradirekte Lenkung und ein verstellbares Gewindefahrwerk machen den Benz zum echten Racer. Man merkt ihm seinen Wohlstandsspeck nie an. Immerhin wiegt der Black Series stattliche 1760 Kilogramm. 40 Jahre AMG. Der CLK soll sich in die Reihe der erfolgreichsten Modelle einordnen. Das war damals 1971 natürlich der rote Renner, wie er genannt wird. Das war das Fahrzeug, was damals in Spa das Rennen gewonnen hat, in seiner Klasse und so weiter in der Gesamtwertung. Weil damit war dann AMG weltweit dann bekannt. Aber natürlich, wenn man jetzt ein bisschen auf die heutige Zeit kommt, war es ein Fahrzeug, was wir dann hier in den USA vorgestellt hatten. Das war ein 500e, der dort auch hier in den USA dann The Hammer genannt wurde. Das war nämlich das erste Fahrzeug, was dann über 300 km/h dort schnell war. Und natürlich jetzt in der heutigen Zeit, der SL55 war natürlich das erfolgreichste Fahrzeug, was wir dort in den Markt gebracht haben. An den Erfolg eines SL wird der CLK nicht anknüpfen können. Dazu ist er zu kompromisslos und speziell. Aber die Fans, die 141.600 Euro in dieses Geschoss investieren, bekommen Formel-1-Feeling und bollernden V8-Sound serienmäßig. Serienmäßig sind aber auch einige Nachteile. Es gibt eben nur 2 Sitze und die Zuladung von gerade mal 235 Kilogramm ist auch etwas mau.
Dazu muss man viele Tankstopps einplanen. 15,3 Liter Super Plus auf 100 Kilometer verspricht AMG. Wer den CLK aber artgerecht bewegt, knackt locker die 20-Liter-Hürde. Und dann ist der Tank spätestens alle 300 Kilometer leer.